Heute geht es um das Gralsgeheimnis. Das sind sicherlich sehr mystische Überlegungen, die dahinter stecken. Aber sei ganz beruhigt. Worum es hier in diesem Video heute geht, ist um deine Bestimmung und wie du sie noch mehr leben kannst, wie du ihr mehr Größe verleihen kannst und wie dich die Maria Magdalena-Karten dabei unterstützen können. Dafür habe ich von einer Dame einen Legewunsch bekommen. Die möchte nämlich gerne ihre Bestimmung wissen. Und das Einzige, was du dafür machen brauchst, ist dir selbst auch die Frage zu stellen, was deine Bestimmung ist, und dann mit unseren Maria Magdalena-Karten zu arbeiten. Und ich habe drei Karten gezogen. Die erste Karte, und die steht für die Begabung und die Bestimmung, ist hier die Liebe für diese Klientin. Und das heißt in dem Fall, dass es eine Frau ist, die viel Liebe weitergeben kann, aber sich selbst auch geliebt weiß. Und mit dem Thema Liebe hängt natürlich auch der Selbstwert zusammen, der Selbstrespekt. Und durch diese Liebe kann man seinen Platz in der Welt annehmen. Und bei dieser Frau liegt es als Potenzialkarte da. Und ich bin relativ zuversichtlich, dass sie das auch erkannt hat. Was ich auf jeden Fall empfehle, ist, den Text auf der Karte in Ruhe zu lesen. Und Liebe ist immer da. Mit jedem Atemzug kannst du sie in dich hineinatmen. Du bist unendlich geliebt. Und das kannst du auch mit dieser Karte machen. Es ist auch eine schöne Möglichkeit, gerade wenn es um deine Bestimmung geht, die Karte auch mitzunehmen, bei dir zu tragen, am Herzen zu tragen, in der Handtasche oder was auch immer du mit dabei hast. Und das wird dich stärken, nähern, deinen Weg unterstützen. Was ist an der zweiten Position? Die zweite Karte, die ich gezogen habe, ist die Maria-Karte. Ich halte sie dir mal hin, dass du das sehen kannst. Und dann ist es wirklich speziell, denn die Maria-Karte hier in dieser Position zeigt auch oft darauf hin, dass Frauen einen besonderen Zugang haben zu den Mysterienwegen, zu einer guten Intuition. Und es sind Frauen, die ihr Wissen teilen, die auch den Marienpfaden folgen. Und hier liegt als Stütze und Hilfe die Maria. Was kann man sich mehr wünschen als diese Unterstützung auf seinem Weg? Und hier steht natürlich auch, ich lasse mein Licht erstrahlen und sehe, wie mein Umfeld ebenfalls erstrahlt. Das heißt, so wie du leuchtest, leuchtet deine ganze Welt und das, was dich umgibt. Was ist die dritte Karte? Das ist die Ergebniskarte. Und das ist hier in diesem Fall die Erlösungskarte. Und Erlösung heißt zum einen, dass man sich selbst transformieren kann und selbst auch Themen und alte Belastungen lösen kann. Das heißt, in diesem Fall noch mehr in die Liebe zu kommen, noch mehr die Liebe weiterzugeben. Und es liegt hier auch da, dass diese Frau in der Lage ist, all das auch an ihr ganzes Umfeld weiterzugeben und damit natürlich auch zur Erlösung anderer und deren Themen beitragen kann. So, ich bin ganz dankbar für diese Impulse und dass ich sie mit dir teilen kann und freue mich auf Rückmeldungen. Wenn du Spaß an den Karten hast und mehr Impulse haben willst, schau auf meiner Webseite. Da gibt es auch einige Angebote, die ich speziell für dich entwickelt habe. Alles Liebe und viel Segen für dich.